Nun sind wir bereits seit einer Woche aus Transsilvanien zurück. Und noch immer kann ich nicht schlafen. Minas Zustand ist besorgniserregend. Der Biss des Vampirs ruft immer stärkere Anfälle hervor. Zum Glück vollbringt unser Freund Dr. Seward beim Kampf gegen eine namenlose Krankheit wahre Wunder. Und dann diese Schatten, die an den Wänden entlang gleiten und mich zu überwachen scheinen. Vielleicht liegt es am Ring, den ich aus Draculas Schloss mitgebracht habe. Hoffentlich findet Seward eine Erklärung dafür. Er untersucht den Gegenstand nun schon seit einer Woche. Ich für meinen Teil habe beschlossen, mich nach Carfax zu begeben, Draculas letztem Londoner Zufluchtsort. Vielleicht werde ich dort ein paar Anhaltspunkte finden, die mich auf seine Fährte bringen.